Wo schmeckt's in Dresden am besten? Mit deftiger Hausmannskost will Katrin im Trompeter die Konkurrenz wegpusten. Ja, die Jungs werden heute bei uns einen unvergesslichen Abend haben, weil wir sie mit unserer ehrlichen sächsischen Küche überzeugen werden. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen. Das Gemüse hat ja gar keine Chance, überhaupt Geschmack dem Wasser zu geben. Für mich hätte deutlich mehr Gemüse reingemusst. Nicht nur beim Grünzeug gibt es Grund zur Klage. Verdammt! Sag bloß, ist durch. Ist komplett durch. Leider bei den 5 Stück noch. Ist eine harte Nummer. Geht dem Trompeter-Team etwa die Puste aus? Tag 3 im Dresdner Gastronomenwettstreit. Mit internationaler Küche hat das Genussatelier vorgestern 37 Punkte abgeräumt. Ob das noch jemand toppt? Der feine Stadtteil Bühlau, Weißer Hirsch, 10 Kilometer östlich vom Zentrum. Hier begrüßt Restaurantleiterin Katrin ihre Gäste ohne Pauken, aber mit Trompeten. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Restaurant Trompeter. Kommt mit rein, ich zeige euch alles. Gute Laune gibt's hier anscheinend umsonst. Ist ja ganz schön rustikal. Woher hat das Lokal denn seinen lustigen Namen? Das Restaurant Trompeter heißt Trompeter, da es früher eine Poststation war. Die Postkutscher sozusagen mit ihren Kutschen ankamen und trompetet haben. Und es ist 1870 umgebaut worden zur Schankwirtschaft. So lange arbeitest du hier aber noch nicht, oder? Ich bin hier im Restaurant zum Trompeter seit Oktober 2016. Ich bin im Service tätig, bediene die Gäste. Dann zeig mal dein Reich. Hier sind wir im Billardzimmer. Früher stand hier ein Billardtisch und hier finden 30 Leute Platz. Ja, und hier kommen wir in unseren Hauptspeiseraum. Das ist das Jagdzimmer. Ob so viel Tradition die Mitstreiter beeindruckt? Auf der Jagd nach dem besten Essen der Stadt pirschen sich Frank und Lars ans Trompeter heran. Wir sind heute auf dem Hirsch, wie man bei uns in Dresden sagt, auf dem Weißen Hirsch. Genau. Im Reichenviertel. Klingt ja eigentlich vielversprechend. Was glaubt ihr denn, was euch erwartet? Ich bin mal gespannt, in was für ein Restaurant wir sind. Also entweder sind wir in einem Restaurant, was es seit gefühlten 100 Jahren schon gibt, was quasi hier dazugehört, oder eben auch so was Elitäres, bisschen Gehobenes auf jeden Fall. Das würde auf jeden Fall hier passen. Ich glaube, das erwartet man auch. Und alles andere, glaube ich, würde uns bis zu einem gewissen Punkt überraschen. Das Lokal bietet Platz für bis zu 200 Gäste. Wer tummelten sich hier so, Katrin? Das Publikum ist sehr gemischt. Wir haben sehr viele Stammgäste und sehr viele Gäste, die sehr gern hierher kommen und ihre Feiern hier feiern. Und welche Leckereien tischt ihr auf? Ja, wir haben eine sehr gut bürgerliche Küche. Und da ich aber leider nicht so der Koch bin, denke ich, kann der Martin euch einfach mehr darüber erzählen. Hi. Hi Martin. Sag mal, was sind denn eure Renner hier so im Trompeter? Unser Aushängeschild ist die gut bürgerliche Küche. Da haben wir zum Beispiel auch Angebote wie Wildbraten vom Moritzburger Rind. Nun, Moritzburg ist nicht weit von hier. Da haben wir einen Jäger, der bringt uns jeden Monat eben mal Wild vorbei und wird auch schon abgeschmeckt und ist hier eigentlich mit einer der Renner, weil es hier schön regional ist. Seit einem halben Jahr sind Martin, oder Mo, wie er auch genannt wird, und Katrin ein Paar. Privates und Beruf teilen. Klappt das denn? Das funktioniert. Also wenn ich in der Küche sage, wir müssen mal dit und dit machen, dann wird's gemacht. Also ist eine ganz gute Arbeitsteilung. Außerhalb der Küche macht Restaurantleiterin Katrin die Ansagen und nimmt jetzt erstmal ihre Gastrokollegen in Empfang. Ja, Jungs, dann schaut euch um und danke. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Danke. Ja, die Jungs werden heute bei uns einen unvergesslichen Abend haben, weil wir sie mit unserer ehrlichen sächsischen Küche überzeugen werden. Dass das ein frommer Wunsch bleiben soll, ahnt Katrin ja noch nicht. Erster Eindruck, Männer? Ja. Rustikal. Ja, wer steht's da? Trompeter. Ja, Trompeter, passend an der Wand. Ja, man sieht's die Trompeten. Kann man nicht in allen Varianten, Ausführung. Macht einen sehr urischen, gemütlichen Eindruck. Hatte mit dem Holz an der Decke natürlich so ein bisschen was Moderneres mit reinbekommen. Also, mir gefällt's auf jeden Fall.
Ein erster Pluspunkt fürs Ambiente. Ob das Essen wohl genauso gut ankommt? Da kommt sie schon. Hey! Wollen wir mal loslegen, ne? Ich denke, ihr habt Hunger, oder? Ich hab die Karte her. Ja? Ich würde euch mal die Karten geben. Satt werden heute Abend leider nicht alle, aber dazu später mehr. Reichlich Auswahl gibt's zumindest gedruckt. Vom ersten Eindruck der Karte mir eindeutig zu groß, eindeutig zu viel. Wird für mich dann, also empfinde ich als dann schwierig, frisch zu kochen. Unmöglich, das alles als Frischware da zu haben. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Sachen dahinter stehen sehe. Schreckt mich ab. Die Kritik der Karte ist ja, es ist ja in dem Sinne keine Kritik. Für uns Empfehlung. Persönlich. Lediglich Empfehlung. Ist die Karte zu groß? Richtig. Und, Jungs, was gefunden in unserer Karte? Aber bevor ich jetzt vom Tisch lasse und du meine Karten mitnimmst, meine Frage, wieso habt ihr so eine riesengroße Speisekarte? Tja, kann ich dir leider nicht beantworten, warum unser Chef hier derart viele Essen auf der Karte hat. Weil ich denke, nicht immer viel ist gut. Manchmal ist auch wenig einfach besser, ne? Genau, von daher, die Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Gibst du weiter an deinen Chef? Ich werde es weitergeben. So, wie machen wir das? Katrin ist gut damit umgegangen. Schließlich, sie kann das nie wirklich beeinflussen. Das heißt, 1:1 weitergeben. So hat sie das auch uns gesagt, dass sie das einfach weitergibt. Ob sie es am Ende macht, ist es ihr überlassen. Genau. No. Leg los. Also, ich nehme das Rinder-Tatar. Okay. Tatar oder Carpaccio? Carpaccio. Carpaccio, gute Wahl. Ich würde gern die Wildsülze nehmen. Okay. Aber es steht da mit Bratkartoffeln. Ja. Aber die bitte ohne Kümmel. Ohne Kümmel? Kriegen wir hin? Ist recht. Supi. Na, ob das so klappt mit dem Kümmel? So ganz ohne Aufschreiben? Haben alle was bestellt? So, dann werde ich mich mal beeilen, dass mein Josef hier nicht verhungert und dich. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht und dass ich die Jungs mit meinem Schaum und unserer guten Küche einfach überzeugen kann. Lars und Frank machen sich lieber selbst ein Bild und statten Mo einen Küchenbesuch ab. Wie sieht's denn aus? Können wir dir eventuell bei einer Vorspeise zugucken? Ich habe mir das Würzfleisch bestellt und würde vielleicht mal über die Schulter schauen, wenn du das machst. Kein Problem, ich bin eh gerade dabei, das anzusetzen. Dann mal los. Das ist Suppengemüse, oder? Da habe ich jetzt Sellerie, Möhre, Porree, Salz, Pfeffer, den Lorbeer, Piment. Also alles, was zu einer eigentlich normalen Brühe dazugehört. Ja. No, und dazu gebe ich dann, wenn das jetzt ein bisschen aufgekocht hat, die Hähnchenbrust zu. Ja. No, und lass die dann halt erstmal 10 Minuten da drin köcheln, damit die fest wird und wir die dann anschließend schneiden können. Skeptische Blicke beim gelernten Koch Frank. Was passt hier nicht? Ich bin der Meinung, dass dieses Gemüse, was da reingeht, halt eine reine Deko-Sache war. Das Gemüse hat ja gar keine Chance, überhaupt Geschmack dem Wasser zu geben. Für mich hätte da deutlich mehr Gemüse reingemusst. Und er hätte gesagt, okay, wenn ich früh auf Arbeit komme, setze ich eine Gemüsebrühe an. Die kocht von 8 bis 12 und um 12 lasse ich meine Hühnerbrüste dann drin gar ziehen. Hätte ich vielleicht gesagt, okay, das Hühnchen hat die Chance, etwas von der Gemüsebrühe dem Geschmack aufzunehmen. Gern, aber so war es eine reine Show. Alles nur heiße Luft im Trompeter. Dann nehme ich die Hähnchenbrust und setze die mit drin. Ich hätte gedacht, man setzt das Würzfleisch mit dem ganzen Hühnchen an, weil du da die Brühe hast und auch alle Teile, Bestandteile nehmen kannst. Oder nimmt ihr immer bloß die Brust? Und wenn ja, warum eigentlich? Wir nehmen generell immer bloß die Brust, weil es halt nun das beste Stück von dem Hühnchen ist. Und vom Geschmack her, vom Fleisch, finde ich mit dem Würzfleisch, mit der Brust eigentlich am besten. War für mich extrem überraschend. Ich persönlich kenne Würzfleisch aus einem ganzen Huhn. Da muss die Knochen mit dran sein, da muss die Haut noch mit dran sein. Weil einfach, das sind alles geschmacksgebende Stoffe irgendwo. Das muss ganz langsam einreduzieren, das Wasser, das Hähnchen wird gar. Es wird eine geile Hühnerbrühe in dem Sinne. Du hast eine super geile Grundlage. Und jetzt, wie gesagt, lasse ich das 10 Minuten ziehen. Wenn ich das 10 Minuten ziehen lasse, ist das Fleisch genau an dem Punkt, wo es schön durchgezogen ist, aber nicht großartig mehr an Flüssigkeit verliert. Die Hühnerbrust ist vielleicht das zarteste Stück Fleisch am Hühnchen, aber nicht das aromatischste. Mo's Kochweise findet bei der Konkurrenz wenig Anklang. Gibt's im Gastraum weniger zu kritisieren? Finde ich schön, ne? Überall die Trompeten. Und, kannst du blasen? Ah, nix blasen. Ich bin nix Mädchen aus Petrovice. Das kann ich nicht. Wie bitte? Sorry. Also, okay, gut.
Da kommt wirklich nicht raus, wa? Klingt beschissen. Hat Markus mehr Talent? Ich glaube nicht, dass ich der perfekte Bläser bin, oder? Das ist auch nichts, Mädchen aus Petrovice. Der Sound war deutlich besser. Vielleicht solltet ihr euch lieber Dingen widmen, von denen ihr etwas versteht. Die Karte, was mir vorhin schon am Tisch, oder besser gesagt uns aufgefallen ist, ja, die Karte ist sehr, sehr groß. Also wenn ich so durchblätter, ne, da komme ich locker über 30 Gerichte. Denkst du eher Vorteil oder Nachteil? Nachteil, immer Nachteil. Immer Nachteil. Du musst immer alles da haben. Ja, ja, du fährst eben immer das Risiko, dass da entweder etwas fehlt oder du musst dir mal helfen und hast vielleicht nicht immer die frische Ware da. Ja? Also, dass da schon ein bisschen was fertig gekauft wurde. Regiert im Trompeter etwa Masse statt Klasse? Wir werden sehen. Die Butter lässt Mo bei kleiner Flamme ziehen und machen in der Zeit unsere Zwiebelwürfel. Aber nicht ohne messerscharfe Nachfragen der Konkurrenz. Warum nimmst du jetzt Zwiebel und keine Schalotten irgendwie? Magst du diesen Zwiebelgeschmack? Oder? Nee, Schalotten meiner Meinung nach ist immer noch die geilste Zwiebel in der Hinsicht. Nur aber vom Aufwand her und von den Kosten ist die normale Metzgerzwiebel. Okay, super. Der gelernte Koch lässt sich den Schneid nicht abkaufen. Die Zwiebelwürfel schwitzt Mo in der Butter an. Dann geht's den Pilzen an den Kragen. Einverstanden, Jungs? Nein, für mich gehört ins Würzfleisch definitiv keine Champignons. Ich selber mach's aber auch rein, aus einem ganz einfachen wirtschaftlichen Grund. Ein Champignon kostet mich immer weniger als ein Huhn. Und die Mischung macht's einfach. Und das ist einfach der Punkt, das ist die wahre Begründung. Im Fachjargon nennt man Mo's Werk Velouté, eine weiße Grundsoße aus Butter und Mehl. Das heißt, jetzt schön anziehen und? Nur, das lasse ich jetzt schön anziehen. Da kommt auch noch mal ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskat noch mal extra dazu. Ich selber kenne das wirklich erst die Butter. Langsam das Mehl, langsam die Säure dazugeben. Und vor allen Dingen ganz kurz, Butter, Mehl und dann Champignons und nicht Butter, Zwiebel, Champignon und irgendwann das Mehl. Weiß der Koch hier, was er tut? Lars hakt nach. Ich kenne das, dass man Butter und Mehl quasi das vorneweg macht. Bei Mehl sollte ja ungefähr 10 Minuten vor der Stunde definitiv auskochen, damit sie so mehlig ist. Passiert jetzt irgendwas bei dir mit den Champignons da, oder? Mit den Champignons passiert jetzt im Grunde genommen ja nichts. Das ist jetzt einfach bloß für mich, weil Butter und Champignons und Zwiebeln ist noch mal ein bisschen feinerer Aroma. Ich persönlich bin der Meinung, eine Velouté, und ich vertrete diese Meinung immer noch, dass ich jede Velouté muss mindestens eine Viertelstunde bis 20 Minuten leicht köcheln, damit der Mehlgeschmack rausgeht. Bei der ganzen Fragerei geht die anfängliche Gelassenheit des Trompeterkochs langsam flöten. Und in welchem Verhältnis hast du jetzt die Butter und das Mehl? Ich habe jetzt knapp 80 Gramm Butter und 50 Gramm Mehl. Nee, da war falsch. Cruising down the street in my 6-4. Und in welchem Verhältnis machst du jetzt Butter und Mehl? Butter mache ich ja normalerweise im Verhältnis von 80 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl. Wieso haben Sie eben selber gesagt? Er hat eben schon gesagt, 80 Gramm. Das Verhältnis mache ich in dem Sinne jetzt bei knapp 30, 40 Gramm Butter. Ja. In welchem Verhältnis hast du jetzt Mehl und Butter? Ich habe jetzt ca. 30 Gramm Butter und ungefähr 10 Gramm Mehl, sodass du eine kleine schlatzige Konsistenz hast und sich das alles schön miteinander vermischen kann. Also es erklärt hat, in welchem Verhältnis mengenmäßig er Butter und Mehl nahm. Ja, da hat er sich dann mehrmals auch korrigiert nach oben und nach unten. Also meine persönliche Meinung ist, es muss immer der Anteil von der Butter höher als das Mehl sein. Und nur ganz kurz, das sind keine 10 Gramm Mehl. Egal wie es auch ist, das sind keine 10 Gramm. Auch vom Muskat gibt's die doppelte Menge. Hattest du aber vorhin schon mal, worum ist nochmal? Normalerweise wird abgeschmeckt und anschließend wird es nochmal nachgeschmeckt. Weil wenn du von irgendwas zu viel drin hast, ist scheiße. Wenn du zu wenig hast, ist auch scheiße. Nee, ohne Scheiß jetzt mal. Das hat für mich nicht mit Kochen zu tun. Da kriegt der Mo aber ordentlich den Marsch geblasen. Mal abwarten, vielleicht ist der Arme ja einfach nur nervös. Richtig. Oh, wirklich da den Punkt getroffen, ne? Den der Weile. Siehst du? Na, seht ihr, das Hähnchenbrustfilet ist perfekt gegart.
Und wird jetzt ein feines Würfelchen geschnitten? Ich werde immer ruhiger. Ich werde immer ruhiger. Sieht immer besser aus. Das wird ein gutes Essen. Ja. Er hat auf keine Uhr geguckt, er hat das nie getestet, er hat das Ding blind rausgenommen, aufgeschnitten. Es war wirklich genau wie gesagt, ja. Es war genau durch, aber saftig. Da habe ich große Augen gehabt, da habe ich, glaube ich, ein Chapeau. Mo hat wieder Oberwasser, doch so schnell lässt der kritische Frank ihn nicht vom Haken. Du gibst den Weißwein erst zu, nachdem du sie gekocht hast. Genau. Und warum? Weil bei 80 Grad ist klar, Alkohol verdampft. Ja. Und dadurch hast du ja die Süße. Und ich finde, wenn du den Weißwein beim Anbraten oder beim Anschwitzen schon dazu gibst, geht auch irgendwo Geschmack verloren. Man tut den Weißwein dran, nachdem die Soße abgebunden ist. Auch das kannte ich wiederum, dass man den Weißwein vorher dran tut, damit der Alkohol noch die Möglichkeit hat, ein wenig zu verfliegen. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt kommt das Hähnchen drin. Super. Nur von der Konsistenz her ist es okay. Dann verrühren wir jetzt noch miteinander. Und dann haben wir die eigentlich schon fertig. Subi, ich bin gespannt, wie das Würzfleisch gleich schmeckt. Es war eine vollkommen neue Herangehensweise, andere Zutaten, andere Art und Weise. Und ich bin einfach total gespannt, was dann gleich rauskommt.